nicht, dass ich jetzt genauso aussehe wie im letzten Video. Ich habe das nämlich einfach direkt hinten dran gedreht. Und in dem Video geht es wieder um meine Haare. Und zwar um Tipps und Tricks, wie ich meine Haare so lang bekommen habe. Nach dem letzten Friseurbesuch gingen die mir ungefähr bis hierhin. Und jetzt gehen die mir bis hier runter. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich schnell gewachsen. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar Tipps und Tricks. Zum einen benutze ich keine Produkte mit Silikonen. Also in meinem Haarroutine-Video, verlinke ich euch hier unten in der Infobox, seht ihr, welche Produkte ich benutze, wie oft ich meine Haare wasche und so weiter, pipapo. Einfach mal das Video angucken, ist auf jeden Fall auch sehr informativ. Dabei solltet ihr dann noch aufpassen, dass ihr eure Haare natürlich vor dem Waschen bürstet. Wenn eure Haare nämlich verknotet sind, kommt es schnell vor, dass die dann beim Waschen abbrechen. Das heißt, ich bürste meine Haare vor dem Waschen mit meinem Tangle Teaser. Tangle Teaser kann ich wirklich nur jedem empfehlen, den kriegt ihr im DM. Ist nicht ganz günstig, kostet um die 15 Euro, aber damit lassen sich die Haare wunderbar einfach durchkämmen. Es tut nicht weh beim Bürsten. So. Außerdem, wenn ihr Spliss habt, bitte, 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 Leute, geht zum Friseur. Es wird nicht besser. Ihr kriegt mit keinem Produkt der Welt, kriegt ihr euren Spliss wieder zusammen. Egal, was die Firmen da versprechen, es funktioniert nicht. Es klappt nicht, wie auch. Geht einfach zum Friseur, lasst euch die Spitzen abschneiden, lasst euch abschneiden, was kaputt ist. Und dann pflegt euer Haar ohne Ende, wenn ihr beim Friseur wart, damit ihr nicht so schnell wieder Spliss kriegt. Das ganze Geheimnis vom Haare wachsen, vom lange Haare kriegen, ist Splissvermeidung. Sobald ihr Spliss habt, können die Haare nicht wachsen, beziehungsweise sie wachsen natürlich hier oben weiter, aber sie brechen hier unten auch ständig wieder ab und ihr seht überhaupt nicht, dass die Haare wachsen. Es fällt halt nicht auf, wenn ihr Spliss habt. Und der Spliss, je länger ihr den drin habt, desto weiter wandert der hoch. Und desto höher brechen eure Haare natürlich wieder ab. Das heißt, Leute, Spliss, ab zum Friseur. So, dann mache ich mir zum Schlafen immer ein Dutt. Und zwar aus dem Grund, ich zeige euch mal schnell, wie ich das mache. Ich benutze nicht so ein Haargummi dafür, sondern so ein dickes, damit es nicht so einen Knick in die Haare macht. Habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht hier. Nehmt auf jeden Fall so ein dickes Haargummi. Die war früher mal ganz innen mit so ganz viel Grausel-Dingern außen drum. Und dann mache ich mir einfach hier oben, so weit oben wie möglich, also nicht hinten, weil da wollt ihr ja drauf schlafen, mache ich mir hier oben so einen wunderhübschen, dekorativen, whatever, Dutt zum Schlafen. Hey! Sieht natürlich nicht besonders hübsch aus. Mache ich auch nicht immer, aber fast immer. Also ich mache es mir immer zusammen. Wenn ich keinen Dutt mache, dann mache ich mir meistens einen Pferdeschwanz und gucke, dass ich nicht auf meinen Haaren liege. Das Problem ist nämlich, wenn ihr offene Haare habt, dass beim Schlafen, ihr schlaft ja meistens auf einem Kissen oder auf dem Bettlaken, ist ja auch egal, auf jeden Fall reiben die Haare die ganze Zeit im Schlaf, bewegt man sich ja. Auch wenn man es morgens nicht merkt, man bewegt sich im Schlaf. Und die Haare reiben immer wieder am Betttuch oder am Kissen, was natürlich wieder zu Spliss führt. Eigentlich logisch. Deswegen ist es auch bei der Haarlänge so, kriegt man deutlich leichter Spliss, als wenn man zum Beispiel längere oder kürzere Haare hat, weil die Haare hier immer praktisch aufgeraspelt werden. Dadurch, dass die immer wieder hier dran reiben, kriegen die einfach leichter Spliss. Deswegen ist es auch logisch, bei langen, glatten Haaren, die reiben hier unten natürlich auch, wenn ihr lauft, wenn ihr sitzt, wenn ihr euch irgendwie bewegt. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn ihr einen Pferdeschwanz oder einen Dutt tragt. Beziehungsweise Pferdeschwanz ist ja dann das Gleiche. Wenn ihr einen Dutt tragt oder die Haare euch hochsteckt, ist es immer besser für die Haare. Es sieht zwar oft nicht so schön aus, aber es gibt ja auch ganz tolle Hochsteckfrisuren. Der nächste Punkt. Wenn ihr eure Haare klettet oder Locken macht. Erstmal, ich mache das sehr selten, weil meine Haare durch Hitze stark kaputt geht. Oder auch wenn ihr die föhnt. Ich föhne meine Haare gar nicht. Ich lasse die immer Luft trocknen. Aber sobald ihr irgendwas mit Hitze an euren Haaren macht, benutzt bitte, bitte, bitte ein Hitzeschutzspray. Das hier ist jetzt von Got2b, Schutzengelspray. Das ist ohne Silikone. Und das schützt einfach eure Haare vor der Hitze.
Die Ernährung spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Und besonders für die Haare braucht man Vitamin H. Das ist zum Beispiel in Nüssen. Das heißt, wenn ihr Studentenfutter oder sowas isst, das ist natürlich sehr gut. Es ist in Nüssen und falls ihr das nicht so oft zu euch nehmt, solltet ihr, oder wenn ihr wollt natürlich, könnt ihr Biotin nehmen. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur, da ist Vitamin H drin und noch ein paar andere Vitamine. Das ist gut für die Nägel und für die Haare. Es gibt es in günstigen Varianten und in teureren. Also ich weiß, dass es das im Aldi gibt und im DM. Gibt es natürlich auch in der Apotheke. Das ist dann wieder so ein bisschen teureres Produkt. Und es hilft auf jeden Fall bei den Haaren, weil da auch Vitamin H drin ist. Vitamin H, Haare. Ihr dürft natürlich nicht erwarten, dass eure Haare, sobald ihr das eine Woche lang nehmt, wunderschön glänzen und lang sind und was auch immer, sondern was wir hier haben, ist ja eigentlich totes Material. Genauso wie die Fingernägel, wir können es einfach abschneiden, es ist totes Material. An den Haaren wird sich nichts mehr ändern. Aber es ändert sich was an den Haaren, die hier oben neu rauswachsen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen längeren Zeitraum Biotin nehmt oder euch ausgewogen und gut ernährt, dann werden die Haare, die hier neu kommen, werden gesünder sein. Manchmal auch dicker, manchmal werden es mehr Haare. Aber die werden gesünder sein, wenn ihr die dann gut pflegt. Irgendwann, die wachsen ja immer weiter. Und irgendwann habt ihr wunderschönes, gesundes Haar, wie es jedes Mädchen erträumen mag. Und okay, ich höre auf mit dem Geschwafel. Ihr habt dann tolle Haare. Dann noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Haargummis. Es gibt so viele Haargummis, die richtig schlecht für die Haare sind. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt diese Haargummis, die an einer Stelle so ein Metallteil haben, ne? Das Metallteil macht eure Haare total kaputt. Es gibt auch welche, die sind an einer Stelle zusammengeklebt. Das ist auch, wenn ihr drüber fahrt, merkt ihr, das ist total hart und macht eure Haare auch kaputt. Deshalb habe ich vom DM, da gibt es die. Das sind so Haargummis, die sind hier so eingerollt, wenn ihr das hier seht. Und da ist wirklich gar nichts dran. Da könnt ihr hier rumfahren und die sind überall weich. Und auf solche Haargummis solltet ihr wirklich achten. Die kosten nicht besonders viel und die sind super gut. Es gibt noch weitere Haargummis, die sind besonders bei langen Haaren sehr praktisch. Und zwar sind das die Invisibobbles. Die sehen eigentlich aus wie so eine Telefonschnur. Und damit halten die Haare einfach viel besser. Und es gibt keinen Knick, also zumindest nicht so arg. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Der Pferdeschwanz sieht zwar dann nicht so schön aus. Ja, es ist praktisch wie eine Telefonschnur hier rum. Aber es hält richtig, richtig gut. Also. Gerade beim Joggen gehen benutze ich die immer oder wenn ich mir einen Dutt mache, weil die eigentlich immer, also normale Haargummis rutschen mir immer raus. Und gerade auch bei feinem Haar oder dünnen Haar sind die richtig zu empfehlen. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Also die gibt es bei Amazon, sind nicht ganz günstig. Ich glaube, drei Stück kosten um die 5 Euro. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich verlinke es euch in die Infobox unten. Ja, das war mein Video und ich zeige euch nochmal meine Haare. Und diese Tipps haben mir wirklich geholfen. Meine Haare sind richtig schön lang geworden. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, diese Tipps zu beherzigen. Guckt euch meine Haarpflegeroutine an. Tschüss!